Willkommen im Laul Backstage Studio. Heute wollen wir uns mit dem Thema Innovation beschäftigen. Vor allen Dingen mit der Haltung, die hinter Innovation steckt. Unser heutiger Gast hat in einem Artikel darüber geschrieben, dass Innovation die kritischste Fähigkeit dieser Zeit sei. Hallo Christopher. Hallo lieber Jens. Christopher, magst du dich unserem Publikum vielleicht zunächst mal vorstellen? Ja, sehr gern. Ich bin Christopher Peterka, 44 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, lebe in Köln und aus Köln heraus und über das Internet betreibe ich so meine professionellen Tätigkeiten. Und die bündeln sich zentral in der Denkfabrik Gennecker, die gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und in dieser Denkfabrik brüten wir Innovationsstrategien aus und hacken Konzepte für die Wandelkommunikation aus. Denn das eine geht schlecht ohne das andere. Dabei haben wir einen Schwerpunkt auf der Medien, der Immobilien und der Finanzwirtschaft. Der hat sich natürlich entwickelt. Wir haben immer branchenübergreifend gearbeitet, wollen das auch weiter tun. Und unsere Arbeit speist sich sehr stark aus Daten. Wir schauen jedes Mal aufs Neue auf hunderte von Millionen Signalen und versuchen die dann eben adäquat zu analysieren, zu übersetzen für die EntscheidungsträgerInnen in den Unternehmen und Organisationen. Und das macht einen Heidenspaß, denn es gibt viel zu transformieren. Spaß macht auch zu beobachten, wie die Anlässe zahlreicher werden. Durch jede Krise, die sich ja im Augenblick beginnen zu stapeln, werden es mehr. Und wenn man da mit progressivem Optimismus dran geht, du hast den Begriff der Haltung schon verwendet, ja, dann kann man sich eigentlich nur die Hände reiben und die Ärmel hochkrempeln und sagen, los geht's. Ideen gibt's genug, Taten noch zu wenig. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ihr da so engagiert zur Tat schreitet. Du hast ein, wie ich finde, sehr spannendes Buch geschrieben, Deine Wahl. Und wenn ich das so halbwegs richtig gelesen habe, ist das ja auch ein deutlicher Hinweis wiederum auf dieses Thema Haltung. Das heißt, du unterstellst, dass ich es bin oder dass wir es sind, die jeweils eine Entscheidung dafür treffen, Veränderungen herbeizuführen oder nicht. Ja, in der Tat. Also wir leben ja in einem großen, bunten Universum auf einer kleinen blau-grünen Kugel, der Planet Erde. Das ist unser Habitat, das ist der Ast, auf dem wir buchstäblich sitzen und an dem wir eben heute kräftig sägen, weil wir immer noch eine Haltung pflegen und nach Strukturen und Ideen aus der industriellen Zeit verfahren, in der wir eben nicht mehr leben. Wir haben heute ein Informationszeitalter, wir haben eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir beschäftigen uns heute gerade im Jahr 2023 viel mit künstlicher Intelligenz. Und wenn wir nicht unser Verhalten anpassen an diese neuen Gegebenheiten, dann wird die Evolution per se natürlich ihre Innovation sicherlich fortschreiben, aber das dann im Zweifel ohne uns. WissenschaftlerInnen sprechen von einem Erdzeitalter mit dem Namen Anthropozän. Das ist ein sehr interessanter Hinweis, wie ich finde, denn das bedeutet, dass der Mensch als Spezies heute der maßgeblich entscheidende Faktor in diesem Gesamtspiel aller Faktoren auf diesem Planeten ist, dessen Verhalten eben darüber bestimmt, was passiert mit diesem Habitat. Also bleibt es bewohnbar oder nicht für uns oder andere. Wir sprechen heute von Artensterben etc. Aber wir diskutieren das eben oft noch, als wären wir nicht Teil davon. Das ist etwas augenfällig und befremdlich für mich persönlich. Und ja, in der Tat, also jeder und jede kann eben jeden Tag eine Entscheidung neu treffen, sich selber da zu überwinden, aus der Komfortzone rauszukommen, alte, althergebrachte Vorstellungen auch zu überprüfen. Nicht alles, was alt ist, ist schlecht, aber vieles geht heute eben doch besser, leichter, einfacher, effizienter, ressourcenschonender, freundlicher. Und ich kann nicht erkennen, warum wir dann davon nicht Gebrauch machen sollten. Finde ich einen spannenden Ansatz, insbesondere, wenn man, ohne dass ich die Diskussion ins Politische verschieben möchte, aber wenn ich deine Auffassung zugrunde lege, müsste ich bei der aktuellen Diskussion über die Zahlen auch zur Klimaveränderung doch das aktuell politische Diskussionsthema, Streitthema wie E-Fuels beispielsweise für Theaterdonner halten. Das ist doch Scheingefecht.
Ja, dem kann ich nur vorbehaltlos zustimmen. Ich glaube, das ist ein Theater, das wir uns da vielleicht viel zu prominent jeden Tag vor Augen führen. Ich bin davon überzeugt, auch aus der eigenen Anschauung in der beruflichen Praxis, dass auf der Straße, also nicht in der Politik, nicht in den Parlamenten, eben in den Unternehmen, in den Organisationen, ja bis runter eben auch in die Familien schon längst angekommen ist, was es braucht, um eben zum Beispiel einen nachhaltigeren Lebensstil tatsächlich auch auszuüben. Ob da jedem nun gewahr ist, wie viel Tonnen CO2 er sie pro Kopf nun verbraucht zwischen Düsseldorf und Stettin, das mag bezweifelt werden, aber ich glaube, die grundsätzliche Thematik ist angekommen und die Neugier, die persönliche, aber auch die professionellen Interessen daran, das eigene Wirtschaften umzustellen auf ein sinnvolleres, auch tatsächlich eben, ich sagte es schon, effektiveres und damit auch attraktiveres im Sinne von Wirtschaftlichkeit Verhalten, findet längst statt. Ich denke, wir sollten uns da einfach weniger ablenken lassen und mehr im eigenen Tun schauen, was wir erreichen können. Das muss ja auch nicht direkt immer der große Paradigmenwechsel sein, die 180-Grad-Kehrtwende, der Moonshot, ja, klar, das macht alles Spaß und durchaus auch Sinn, sich sowas insbesondere in Unternehmen vorzunehmen. Aber ich bin sehr hoffnungsvoll, wenn ich schaue, was gerade auch im Mittelstand heute wieder alles passiert. Klar, es gibt Schwierigkeiten und Herausforderungen und derer zahlreiche Nachfolge, Talente etc. Aber die, die es anpacken, die können sich eigentlich auch vor Mitwirkenden und Interessen kaum retten. Würdest du dann sagen, dass wir in so einer Art Parallelwelt unterwegs sind, dass wir auf der einen Seite in der Medienwelt eine Diskussion führen, die im Grunde überflüssig und manchmal sogar widersinnig ist und das aber darunter auf einer, sagen wir mal, realen wirtschaftlichen Entwicklungsebene tatsächlich die richtigen Initiativen schon vorangetrieben werden? Ja, in der Tat. Also ich denke, auch hier sehen wir, dass wir eine sehr stark zersplitterte Wahrnehmung von Realität heute haben. Jeder, der die Diskussion um die sogenannten sozialen Medien kennt, weiß auch, ob der Konzepte der Filterblasen, der Echokammern, in denen wir uns alle notgedrungen wiederfinden. Und ich denke, das sehen wir hier auch, also dass da auch mit sehr unterschiedlichen Interessen und dementsprechend auch Debattenkulturen, auch Geschwindigkeiten, die Themen, die uns beschäftigen, dann verhandelt werden. Und ich will nicht rosa-rote Wölkchen schieben und behaupten, es sei schon alles erreicht und alle seien schon auf dem richtigen Pfad, keinesfalls. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass eben in der wirtschaftlichen Praxis, vom kleinen Handwerksbetrieb über den Mittelständler bis hin zu dem einen oder anderen auch größeren Konzern, längst die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Woran es immer noch, glaube ich, massiv hapert, insbesondere im deutschsprachigen Teil Europas, ist die Umsetzungsgeschwindigkeit. Also wir sind immer noch sehr gemächlich, wir glauben immer noch zu oft, wir könnten die Verfahren verlängern, mit denen wir die letzten 50 Jahre erfolgreich waren. Da würde ich tatsächlich vorwarnen. Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz viel ändern. Ausgeklammert habe ich da jetzt bewusst nochmal die Politik und auch die Verwaltung, die ja da sehr nah dran steht. Das ist, ich glaube, das am weitest entfernteste Paralleluniversum, was wir im Augenblick in Deutschland wiederfinden, von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, wo einfach auch von der Arbeitsmethodik noch nicht verstanden wurde, was heute insbesondere eben auch mit digitalen Mitteln möglich ist. Und das bringt uns zunehmend ins Nachsehen, das sehe ich schon. Lass mich das noch mal versuchen, etwas zuzuspitzen. Wir haben auf der einen Seite eine mediale Diskussion, die extrem stark abhängt von Befindlichkeiten. Meinungsdemokratie ist so oft das Stichwort, was dann fällt. Ich finde es ein bisschen befremdlich, also weil die Begriffe so im Grunde weder ein Widerspruch sind noch zusammenpassen. Aber
Der Eindruck verstärkt sich natürlich, dass in einer Situation, wo ich auf der einen Seite über Befindlichkeiten spreche und auf der anderen Seite über Notwendigkeiten, ich eine große Hürde in der Mitte habe, über die schlecht herüberzukommen ist. Und wenn ich dazu noch eine Situation nehme, in der ich eine überbordende Bürokratie habe, scheint es doch fast unmöglich zu werden, oder bist du da optimistischer? Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir tatsächlich unsere Aufmerksamkeit ein Stück weit abziehen aus diesem Theaterbetrieb, als den ich ihn gerade bezeichnet habe, der, das sei natürlich dazu gesagt, schon natürlich Teil unseres demokratischen Systems ist und auch bleiben muss. Ob der allerdings in der Gebühr, wie er auch medial zurzeit eben transportiert und verhandelt wird, tatsächlich im Mittelpunkt stehen sollte, das wage ich zu bezweifeln. Denn dadurch befördert sich, glaube ich, eben diese Beharrung auf den Befindlichkeiten, statt sich einfach mal zu vergegenwärtigen, in welch unglaublich privilegierter Lage wir uns auch befinden, im Vergleich insbesondere international / global. Hier im Land sind Milch und Honig geflossen über die letzten 20 Jahre. Wir hatten ein nahezu ungebremstes Wirtschaftswachstum. Selbst im Jahr 2023 sind die Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland rekordverdächtig. Das wird sich ja noch bestätigen lassen im Verlauf des Jahres. Und nichtsdestotrotz machen sich irgendwo Angst, Verzweiflung, Agonie breit. Man wartet ständig darauf, dass irgendein Minister, eine Ministerin irgendein Programm auflegt oder je nach Couleur vielleicht ein Verbot ausspricht. Ich finde das unschicklich in einem Land von vormaligen Dichtern und Denkern, in denen doch wahnsinnig viele super ausgebildete Menschen, generationenübergreifend, mit hoher Diversität, auch was die fachliche Expertise betrifft, tagtäglich versuchen, ihr Bestes zu geben und bereit sind, auch anzupacken. Und jetzt ist die Zeit, das zu tun. Ob sie in 5 oder 10 Jahren noch so gegeben sein wird, das weiß ich nicht. Hege aber leisen Zweifel, wenn wir auf so Phänomene wie eben Klimawandel schauen oder auch die fortschreitende Regelung unseres Alltags durch digitale Regime, die vorgedacht und gemanagt werden von großen Tech-Konzernen, die eben ausschließlich aus 2 Räumen stammen. Das ist der amerikanische und das ist der chinesische Raum heute. Da können wir uns so lange wir wollen europäische oder gar deutsche Lösungen wünschen. Es gibt sie heute nicht in diesem Maßstab. Oder es ist vielleicht auch die Geopolitik, wo ein Herr Putin um sich schlägt und da sicherlich noch unklar ist heute, was da noch auf uns zukommen mag oder nicht. Also jetzt haben wir Gestaltungsmöglichkeiten, wir sollten sie nutzen. Viele tun das, noch mehr könnten das. Und ich denke, die Politik auch in Deutschland folgt ja letztendlich dann, du sagtest das auch schon oder hast es angedeutet, Mehrheitsmeinungen. Und wenn wir mehrheitlich, dafür reichen ja auch schon kritische Massen, das müssen ja nicht immer direkt die einstimmigen Mehrheiten sein, sagen, so, wir packen es jetzt an und wir tun auch vielleicht mal was, was so haarscharf an der Regel vorbeigeht, einfach weil wir spüren, dass alle, die mitmachen, auch davon überzeugt sind und dass wir ein produktives, ein gesundes Ergebnis damit erzeugen können. Ich glaube, dann wird die Politik sich dem auch anschließen können. Wir haben im Augenblick nur einen Moment, glaube ich, auch in Deutschland, der ist insofern auch bemerkenswert, als dass wir eine ganze Generation von Babyboomern in den EntscheiderInnen-Positionen finden, die das Ende ihrer Karrieren absehen können und die jetzt gerade ein Experiment gestartet haben, das ich mal so beschreiben möchte, dass man da abwartet, was passiert, wenn man nur lang genug abwartet. Und das ist tatsächlich etwas, das jagt mir einen gewissen Schrecken in die Glieder, weil ich glaube, dass wir uns das nun tatsächlich nicht leisten sollten. Und dass wir dafür auch, ich wiederhole mich, einfach zu gut ausgestattet sind mit allem. Das ist echt faul, abzuwarten, was passiert, wenn man nur lang genug abwartet. Das heißt, wir haben die Gestaltungsmöglichkeiten, aber der Gestaltungswille fehlt. Na, ich glaube, selbst der Wille ist vorhanden. Woran es meines Erachtens nach fehlt, ist der Entscheidungsmut. Im Großen wie im Kleinen.
tatsächlich mal was auszuprobieren. Das kann ja schon damit beginnen, dass man in einem Meeting mal den Schnabel aufmacht und sich nicht aus der Gewohnheit verführen lässt, dazu einfach mal wieder nichts dazu zu sagen. Mhm. Obwohl doch längst im Hirn der kreative Alternativvorschlag über die Kreuzung gehuscht ist. Da einfach mal den Finger zu heben und zu sagen, was wäre, wenn wir das so machen? Nicht ja, aber, sondern jawohl. Das ist eine kleine Fingerübung. Die kann man morgens um 11 oder nachmittags um 14.30 Uhr mindestens an 5 Berufstagen in der Woche, vielleicht ja künftig auch nur in 4, einfach mal ausprobieren. Mhm. Du hast einen Hinweis ja eben schon mal gegeben auf China. Es gibt so einen Gedanken, der lässt mich nicht ganz los. Wenn Veränderungsfähigkeit was mit Haltung zu tun hat oder mit starker Haltung zu tun hat, wäre es dann nicht grundsätzlich in einem autoritären System, wie China es uns ja über viele Jahre vorgemacht hat, leichter, Innovation anzuordnen und dann durchzuziehen? Da ist definitiv was dran. Auch hier müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass wir zum ersten Mal seit, ich glaube, etwa 40 Jahren mehr Autokratien auf der Welt finden als Demokratien. Das ist ein ernster Zustand oder zumindest ein ernstzunehmender Zustand für all diejenigen, denen etwas an einer offenen, pluralistischen, demokratischen Gesellschaft liegt. Und um nochmal zu der Frage zurückzukommen, natürlich kann ich in solch mächtigen, autokratischen Systemen Innovation versuchen zu verordnen. Und gerade in China sehen wir ja auch, dass das an vielen Stellen dann entsprechend Blüten trägt. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass eben in einer bunten, in einer offenen Gesellschaft mindestens der gleiche Hebel enthalten ist, solange er eben auch genutzt wird und nicht ausgebremst wird durch die schon zitierten bürokratischen Hürden oder auch einfach durch so eine Stimmung. Das halte ich durchaus für einen erheblichen Faktor, die vermittelt, also eigentlich fanden wir das, wie es gestern lief, super und warum sollten wir eigentlich noch was ändern? Ich sage dann immer ganz gerne, das sind so die, die aus Deutschland ein Museum machen wollen. Ja, und das kann ja auch hübsch werden. Dann wirft man da eine Münze ein und guckt sich mal die Kuckucksuhr an und fährt dann mal nach Neuschwanstein oder sonst wohin, wie das halt so früher war in Europa. Das ist allerdings von geringem Zukunftswert, was dann auch wirklich Stimme in der Welt und Mitgestaltungsrolle in Kooperation mit denen, denen auch was liegt an offener, pluralistischer Gesellschaft betrifft. Was allerdings darin auch noch ein interessanter Punkt sein könnte, ist, dass einige dieser autokratischen Systeme, gerade dieses große China, nicht nur Innovation verordnet, sondern auch eine ganz klare Vorstellung davon hat, wo man in 50 Jahren sein will. Und die Diskussion ist zwar alt und gefährlich abgetragen hier in Deutschland. Ich will sie aber nicht loslassen. Und das ist die Frage danach, was ist denn unsere Vision unseres Miteinanders in diesem Land, unseres Miteinanders mit unseren neuen Nachbarn und Nachbarinnen hier in Europa, mit Europa, in der Welt. Ich finde es einfach traurig und bequem, sich da auf Bashing heute zu verlegen und zu sagen, Bürokratie in Brüssel ist doof. Mhm. Ja, die ist doof. Ganz toll ist es aber in Schengen eben frei von Visa und anderen Beschränkungen, freizügig sich diverse Kulturen anschauen zu dürfen, sein Leben zu leben, wie man möchte. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir im Kleinen wie im Großen üben, uns wieder Vorstellungen davon zu machen, wie Zukunft auch aussehen könnte. Science-Fiction-Literatur gibt es noch und nöcher. Und es gibt natürlich darin viele Dystopien. Und vielleicht haben wir sogar einen gewissen Hang dazu in diesem Land, die besonders gerne anzuschauen. Jede Dystopie bietet aber auch die Möglichkeit, mal die Münze umzudrehen und sich zu fragen, was ist denn auf der hellen Seite?
was könnten wir gewinnen? Und ich glaube, gerade durch die jüngsten Krisen, die Pandemie und auch die Energiekrise, haben wir uns sehr gut vor Augen führen können, wie hervorragend wir in der Lage sind, wenn wir müssen, schnell und konsequent und auch in Breite Widerstandskraft als Anpassungsfähigkeit zu interpretieren. Homeoffice ist heute überhaupt kein Thema mehr und es kann, wie wir gesehen haben, bundesweite Streikaktivitäten geben, ohne dass direkt ein Verkehrschaos ausbricht, weil die Menschen in Deutschland tatsächlich viel klüger sind, als wir sie oft beschreiben. Ja, was ich immer wieder spannend finde, ist, dass du oft so Pärchen hast, so Paarbildungen, die in sich zunächst einmal widersprüchlich erscheinen. Ja, ich kann auf der einen Seite sagen, dass China eine klare Vision vorantreibt, ein Bild von sich selber, das es anpeilt und das mit höchster Kontrolle, zumindest im Innenverhältnis, tun will. Gleichzeitig aber auch eine treibende Kraft ist für Freihandelsabkommen beispielsweise, was ja tatsächlich im Grunde das Gegenteil davon ist. Oder in Deutschland, um nicht immer auf China zu zeigen, eine Debatte, die sich darum dreht, bestimmte Dinge beibehalten zu wollen, aber gleichzeitig ein Wirtschaftssystem erhält, das ja auf Wachstum basiert. Und was ist Wachstum anderes als Veränderung? Ja, also ohne eine dynamische Veränderung hast du kein Wachstum. Und das ist im Grunde das Gegenteil von bewahren. Also ich finde diese Widersprüchlichkeit wahnsinnig spannend. Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, der jetzt dazukommt. Du hast ihn schon genannt, nämlich einfach technologische Entwicklung. Aus meiner Sicht die beiden Dinge, die am schwerwiegendsten sein könnten für Entwicklung neuer Ansätze, sind auf der einen Seite Quantencomputing, von dem ich tatsächlich auch kein gutes Bild habe. Ja, dafür bin ich nicht Physiker genug. Und auf der anderen Seite künstliche Intelligenz, die wir in der einen oder anderen Ausprägung ja schon sehen. Was glaubst du, wenn du dir diese beiden Faktoren anschaust, wird es aus der Nutzung dieser Technologien mehr Impulse geben, die Weiterentwicklung, Innovation schneller vorantreiben? Oder ist das nur ein Nebenkriegsschauplatz? Nein, daran habe ich keinen Zweifel. Also das sind zwei von sicherlich 20 hochrelevanten wissenschaftlichen Entwicklungslinien, aus denen regelrechte Innovationssprünge, denke ich, zu erwarten sind. Und aufgrund auch der Popularität der aktuellen Debatte will ich mal tatsächlich bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz, noch mal kurz sozusagen unter den Teppich gucken. Denn wir beschäftigen uns mit diesem Phänomen eben auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und um da vielleicht noch mal einen Rückgriff auch auf die Frage vorher zu machen, es ist schon augenfällig, dass andere Akteure auf der Welt, seien es eben Tech-Konzerne oder Staaten oder auch eine Mischung aus beidem, ja, insbesondere in China ist das ja die Regel, dass man dort die Konzerne eben auch staatlich lenkt, sind längst hingegangen und haben sich unter anderem die besten deutschen WissenschaftlerInnen in diesem Feld zu sich geholt. Also haben die gelockt mit einfach top attraktiven Arbeitsbedingungen, die weit über ein Salär hinausgehen. Also die haben dann wirklich ein Forschungsumfeld angetroffen dort vor Ort, das man sich hierzulande eben nur erträumen kann, beziehungsweise vielleicht mal beschrieben hat in einem Antrag, der dann viel zu dick wurde und viel zu lange brauchte, bis er dann irgendwann mal auf einem Entscheiderinnentisch gelandet ist, wohingegen man dann eben in anderen Bereichen gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja, und schwupps waren die weg. Kommen wir aber zu dem tatsächlichen Kern der Frage, also den Auswirkungen. Ich glaube, KI wird uns schon in Kürze, also vielleicht 2025 plus, selbstverständlich geworden sein. So wie heute vielleicht Mobilfunk. Wenn du zurückspulst und dich erinnerst, wie das am Anfang war, dann hat man sich gefragt, ja, welchen Plan brauche ich, welches Abo schließe ich ab, welches Gerät benutze ich dafür. Heute ist das eigentlich kein Thema mehr. Jedes Smartphone sieht aus wie das andere und wir alle benutzen das im Rahmen von Flatrates und denken nicht mehr wirklich darüber nach, wann, wo, wie wir das einsetzen, weil wir einfach den Nutzwert im Alltag ständig spüren. Und ich bin überzeugt davon, dass sich künstliche Intelligenz eben
allgegenwärtig in die Prozesse integrieren wird und wir von dieser menschengemachten Technologie letztendlich uns gnadenlos den Spiegel vorhalten werden lassen müssen, in jedem Punkt, wo wir heute underperformen, würde man neudeutsch vielleicht sagen. Also wo wir Ineffizienzen weiterhin betreiben. Du hast vorhin von den alten Strukturen, den alten Vorstellungen von Wirtschaft gesprochen. Da wird uns dieses datengetriebene Analysesystem einfach darauf hinweisen und sagen, sorry, aber warum habt ihr nicht diese Bestellkette genutzt? Warum habt ihr nicht diese Rechnungen in der und der Form gebündelt und bei dem und dem Bankenpartner irgendwo abgelegt? Die Konditionen wären einfach deutlich besser gewesen. Das alles wird in Echtzeit passieren. Wir werden diese Informationen ständig parat haben. Und wir müssen, denke ich, heute beginnen, uns darauf vorzubereiten, dass wir dann damit auch umgehen können. Denn im Augenblick sehen wir eigentlich, wenn wir die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, dass wir uns an so ein Spiel gewöhnt haben, das nicht gut für uns ausgeht. Wir versuchen nämlich immer noch mit der Maschine zu konkurrieren. Wir vergleichen ständig, ja, ist die KI kreativer oder nicht. Letztendlich müssen wir, glaube ich, dieses Verhältnis neu definieren. Ich habe gerade nicht umsonst gesagt, wir haben selber diese Systeme ja erfunden. Und statt jetzt eine seltsame Angst davor zu entwickeln, was wir da in die Welt gebracht haben, ja, das ist, glaube ich, eher was für Filme wie Frankenstein, sollten wir stolz darauf sein, was wir da geschaffen haben und es wirklich bestmöglich zum Einsatz bringen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was können Menschen tatsächlich nach wie vor besser als Maschinen, ja, miteinander umgehen zum Beispiel, inklusive aller ruppigen Momente, die, wenn man mal genau hinschaut, ja auch sehr erfrischend sein können, ja, wenn man sich jetzt nicht die Köpfe einschlägt. Also ein guter Streit in der Sache ist, glaube ich, ein sehr gewinnbringender Moment im menschlichen Leben, ob nun privat oder beruflich. Da tut sich die KI noch ausgesprochen schwer, sich mit mir zu streiten oder sich auch vielleicht mit mir in ein besonders liebenswürdiges Verhältnis irgendwo einzulassen. Sie tut es nicht. Also ich habe mir neulich den Spaß gemacht und habe es mit ChatGPT einfach mal ausprobiert und habe mal versucht, eine Diskussion zu führen über den Aspekt von Moral beim Thema Schulden. Ich meine, klar, Laul, ne? Also kann man mal nachfragen, was das so bedeutet. Und interessanterweise war das nach 6, 7 Wendungen in sich selbst einfach erschöpft. Während ich, wenn ich mit dir spreche, ich damit rechnen kann, dass du irgendwann eine Assoziation hast oder einen logischen Sprung, der eine neue Facette eröffnet und eine Diskussion weitertreibt. Also insofern würde ich dir zustimmen, die Angst davor ist, glaube ich, sehr fehl am Platz. Das Weiterentwickeln ist allerdings durchaus etwas, was wir uns vornehmen sollten. Ja, und um es nochmal sehr praktisch zu formulieren, ich glaube, eine wirklich relevante Aufgabenstellung heute ist, diese Systeme anzuschauen, zu verstehen und auch zu nutzen. Denn der Beitrag, den diese Systeme heute schon eben leisten können an diversen Stellen, dazu kann man die Systeme ja tatsächlich sogar selbst befragen, wo sie denn den größten Nutzen stiften könnten, in Bezugnahme auf das eigene Geschäftsmodell zum Beispiel, ergibt einfach Sinn. Und dann kann ich von dort aus auch eine viel reifere Diskussion darüber führen und Strategien entwickeln, wie das dann in Zukunft vielleicht weitergeht. Sei es, dass ich mir darüber klar werde, welche anderen Talentzuschnitte ich vielleicht rekrutieren muss, ja, um das zu bewältigen und welche nicht mehr, ja, weil ich die eben vielleicht der Maschine übergeben kann. Sei es, dass ich meine Geschäftstätigkeit, meine Geschäftsmodellmechanik nochmal neu überdenken muss im Kontext eben dieser Maschinensysteme, meine Bezugsquellen, meine Märkte etc. Das ist nichts, was man vertagen sollte, weil diese Entwicklung eben auch in einer Geschwindigkeit vonstatten geht, die eben nicht mehr linear verläuft, sondern tatsächlich eben exponentiell. Und auch die Diskussion ist alt und trotzdem weiter relevant. Wir können uns Exponentialität nicht real vorstellen. Wir müssen es aber tun. Es ist Mathematik und sie hat sehr realweltliche Auswirkungen. Und wir werden uns darauf einstellen müssen,
künftig etwa ab 2030 in einem Quartal eines Jahres etwa so viel Innovation zu erleben wie vormals in 100 Jahren, also im letzten und vorletzten Jahrhundert tatsächlich eben durch Menschen möglich gemacht wurden. Und ich glaube, dafür muss man jetzt nicht promoviert haben, um sich klarzumachen, das ist viel. Und das hat eben auch gewaltige Implikationen, denn niemand anderes wartet darauf, bis wir dann unsere Hausaufgaben gemacht haben, sondern da sind eine Menge Leute draußen, die sind bereit, die sind motiviert, vielleicht auch incentiviert, ob jetzt von einem staatlichen Masterplan oder einfach nur aus einem persönlichen Interesse heraus. Vielleicht sind es auch junge EntrepreneurInnen, die da einfach mal was machen wollen. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, sich auf den Weg zu machen und den Schlüssel der Kooperation nochmal neu zu bewerten. Denn darin liegt, glaube ich, dann ein maßgeblicher Vorteil, nicht alles selber machen zu müssen. Das ist ganz spannend. Ich habe vor ein paar Tagen eine Grafik gesehen, die mal dargestellt hat, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Computerleistungen, Schrägstrich KI. Und allein sich die Geschwindigkeit im letzten Jahr anzugucken, in den letzten 2 Jahren, das ist phänomenal, was da an Fähigkeiten dazugekommen ist, an auch Rechnerleistung im Sinne von wirklich intellektueller Verarbeitung dazugekommen ist. Das ist wirklich unglaublich viel. Lass mich aber mal versuchen, den Bogen ins Konkrete zu nehmen. Wenn ich auf der einen Seite also weiß, dass ich ohne Innovation vermutlich mein Geschäft nicht erhalten kann, dann muss ich ja einen Weg finden, wie ich möglichst viel von meiner Organisation in einen innovativen Prozess hineinsteuere. So als Innovationsberater, wie läuft sowas ab? Wie stelle ich mir das vor? Wie nimmt man eine große Organisation wie beispielsweise Laul mit auf einen solchen Weg der Weiterentwicklung? Ich denke, das beginnt mit dem entscheidenden menschlichen Faktor für wirtschaftlichen Erfolg, und das ist der des guten Gesprächs. Also diejenigen, die die besten Gespräche führen, führen nachweislich auch den Markt. Was bedeutet ein gutes Gespräch haben? Das bedeutet GesprächspartnerInnen haben. Ich hatte vorhin schon mal was von Kooperation erzählt. Also auch solche, die vielleicht mal Nein sagen, sich streiten können, die nicht insbesondere vielleicht hierarchieorientiert den Kopf unter den Arm nehmen und jede PowerPoint abnicken, egal wie viel dummes Zeug da drin steht. Und dann eben auch zuzuhören, Schlüsse zu ziehen, eine Vision zu formulieren. Auch das haben wir vorhin schon mal gestriffen. Und zwar, wenn es geht, eine messerscharfe Vision, vielleicht auch Varianten dieser Vision in Form von Szenarien, deren Eintrittswahrscheinlichkeit man eben auch datengesteuert dann ermitteln kann. Wir sprechen neuerdings im Jahr 2022, 2023 erstmalig über die Augmentierung von Managemententscheidungen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint eine besser informierte Entscheidung, die sich speist eben neben den genannten Gesprächen mit anderen Menschen, Kooperationspartnern, eben auch aus den Gesprächen mit der Maschine, mit der KI, wenn wir so wollen, um direkt in unserem Gespräch dort anzuschließen, also der Datenlage. Und wenn ich das getan habe, wenn ich diese messerscharfe Vision formuliert habe, dann kann ich einen Plan schmieden. Wenn es geht, einen Masterplan, also keinen kleinen Plan, der das nächste Quartal betrifft, sondern vielleicht einen Plan, der auch auf ein großes Ziel dann einzahlt, was in der Vision verankert ist. Und der derzeit erfolgreichste Unternehmer, ob uns das gefällt oder nicht, der Welt, macht uns das vor. Der hat 2003, 2016 und 2023 für seine Unternehmen, mit denen er operiert, sogenannte Masterpläne eben veröffentlicht, im Internet, für jeden nachlesbar. Diese Masterpläne zahlen alle ein auf das Ziel, den Übergang zur Nutzung nachhaltiger Energie zu erreichen. Und die Unternehmen, die daran mitwirken, sind Unternehmen wie Tesla oder SpaceX, The Boring Company oder die Firma Neuralink. Und der erfolgreichste Unternehmer, den ich zitiert habe, heißt Elon Musk. Das Interessante an diesen Masterplänen aus dieser Feder ist, dass sie extrem ambitioniert sind, dass sie alle auf disruptive Innovation setzen
Und dass sie, und das finde ich eigentlich das Interessanteste daran, in einer Sprache formuliert sind, die auch Laien verstehen können. Mhm. Das heißt, das kann jemand verstehen, der heute 88 ist. Das kann jemand verstehen, der heute 8 Jahre alt ist. Und ich denke, das ist die nächste interessante Übung, die man sich als EntscheidungsträgerIn vornehmen kann, am besten im Team, sich dem doch mal zu widmen. Nächster Schritt, das dann auch von der Wurzel her transparent teilen. Also nicht irgendwo im abgeschlossenen Vorstandszimmer Beschlüsse schließen, sondern hineintragen in die Organisation, auch in das Ökosystem, in dem die Organisation eine maßgebliche Rolle spielt, und alle einladen, daran mitzuwirken. Und last but not least, auch da kann man aus dieser Unternehmensgruppe, aber auch aus vielen schönen Beispielen aus dem deutschen Mittelstand was lernen, Kommunikationswege verkürzen und beschleunigen. Wenn die Unternehmen der Administration, der Verwaltung ähnlicher werden als umgekehrt, dann sind wir auf dem falschen Pfad. Wenn aber jemand erkennt, dass was schräg läuft oder eine bessere Idee hat, den Schnabel aufmachen darf und belohnt dafür wird, eben frühzeitig auch auf einen Missstand hinzuweisen oder eben die bessere Idee eingebracht zu haben, weil man damit den Markterfolg dann eben auch nachweislich früher und besser erzielen konnte, dann ist das ein sehr gangbarer Weg. Und das ist meines Erachtens nach keine Raketenwissenschaft. Das ist letztendlich eine Frage von Entscheidungsmut, eine Frage von Anfangen, also auch Dringlichkeit und auch eine Kette von vielen kleinen Schritten, wie beim Marathon. Den gewinnt man nicht, indem man ins Ziel hüpft, sondern indem man einen Schritt nach dem anderen setzt. Klingt nach einer Plattitüde. Wer sich aber mal im Spiegel ernsthaft darauf überprüft, ja, wie viele Schritte man im Kopf schon und tatsächlich gegangen ist, der dürfte auf ein Delta stoßen. Ich habe fast ein bisschen Angst vor der Frage jetzt, weil das Beispiel Musk natürlich fast das Idealbild verkörpert, wie man seine Innovationsanstrengungen am besten in Szene setzt und vermutlich auch realisiert. Du hast dich ja eine Weile auch und immer wieder mit Unternehmen der Finanzindustrie beschäftigt, hast für sie gearbeitet. Wenn du jetzt beides mal einfach mal kurz in einen Topf schmeißt und ich dich dann frage, für wie innovationsfähig hältst du denn die Finanzindustrie in Deutschland? Was wäre denn deine Antwort? Ich halte sie für extrem innovationsfähig und das liegt vor allem an ihrem primären Verhandlungsgegenstand und das ist das Kapital. Denn das Kapital ist ja heute Information, 0 oder 1 und nicht mehr ein Goldbarren oder gar irgendein anderer schwerer Rohstoff, der aufwendig von A nach B transportiert werden müsste. Und in Fabriken ja noch nach alter Methode dann irgendwie zusammengeschraubt wird. Um jetzt den Brückenschlag nochmal zu dem Beispiel von Musk gerade zu nutzen. Also viele assoziieren dann ein Auto, Tesla. Interessanter ist die Fabrik, die Gigafactory, wo man hingegangen ist und Prinzipien aus der digitalen Welt versucht zurückzuübersetzen in die analoge, in die physische Welt, und plötzlich in der Lage ist, Produktionsmechanismen in einem Drittel der Zeit zu einer nur sehr geringen Kostenkomponente umzusetzen, die den Wettbewerb blass aussehen lässt. Und in der Finanzindustrie ist doch zu beobachten, dass Kapital dahin fließt, wo die Wertschöpfung am höchsten ist. Und die Wertschöpfung ist heute definitiv immer noch auch im alten Regime möglich, aber die Investition, jeder Tag, der vergeht in das Alte, bringt ein zunehmend auch exponentiell steigendes Risiko mit sich. Und das wird jetzt auch in Europa insbesondere eben über die Gesetzgebung deutlich. Wir haben den Green Deal, wir haben die EU-Taxonomie, wir haben vollkommen neue Reporting-Vorschriften für die Banken. Die werden umgewälzt bzw. weitergereicht an den Mittelstand. Und wir haben plötzlich so einen Pandemie-Moment, ja, wo eine riesige Gruppe von extrem wirtschaftsstarken Unternehmen in diesem großen Wirtschaftsraum dazu gezwungen wird, zu digitalisieren, sich transparent zu machen, sich mit Lieferketten zu befassen, mit der eigenen Asset-Allokation etc.
Und von der Seite her betrachtet bin ich deswegen eben so überzeugt davon, dass die Finanzindustrie geradezu in der Pole Position steht, sich zu transformieren, weil es einfach unglaublich lukrativ sein wird, heute schon ist und noch mehr werden wird. Kurzer Exkurs sei gestattet. Wir gucken im Grunde auf jetzt eine Dekade, die uns bevorsteht. Die würde ich überschreiben mit der Dekade der Restauration unseres Planeten. Ja, wir müssen vieles wiederherstellen, damit wir hier gut leben können. Das sind saubere Gewässer, das sind atmende Wälder, das sind auch Innenstädte, die uns nicht umbringen im Sommer in Düsseldorf, nicht in irgendwo Zentralafrika, weil meine Großmutter mit 88 in ihrer Dachgeschosswohnung bei Außentemperaturen von 38 Grad, innen dann 45, eben nicht wirklich überlebensfähig ist. Das sind nur drei Beispiele, es gibt hunderte mehr. Und das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Das ist ein Markt, der ist noch gerade mal vielleicht zu 5-10% erschlossen. Den werden sich viele schnappen und vornehmen. Und dafür brauchen sie Kapital und dafür brauchen sie eine gut funktionierende Finanzindustrie. Das Problem in Deutschland, was du vielleicht angedeutet hast mit deiner Frage, ist, glaube ich, auch hier die Gewohnheit an die gute alte Zeit. Die Bankfiliale ist das schönste Beispiel. Ja, natürlich. Auch ich muss schmunzeln, wenn ich durch Hamburg laufe und hinter einem älteren Herr hergehe, in dessen Hand ich noch die Überweisungsträger sehe. Und es ist nicht 1983, sondern es ist eben 2022. Das wird sich aber auswachsen, denn auch diese gesellschaftlichen Gruppen sind ja längst digital superversiert, benutzen alle Tablets, Smartphones und brauchen vielleicht noch einen kleinen Stups. Und wenn es der Stups ist, dass die nächste Bankfiliale halt demnächst dann einfach 5 Kilometer weiter liegt und das dann ein doch ziemlich langer Spaziergang wird, dann dient es doch der guten Sache. Du schreibst in einem deiner letzten Artikel, Change happens when it hurts. Glaubst du, dass der Schmerz in der Finanzindustrie schon groß genug ist, dass der Change, der Wechsel, die Veränderung dann jetzt auch tatsächlich schnell einsetzt? Absolut. Also ich sagte ja gerade schon, die Regulatorik ist jetzt da. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch einfach das Kostenthema. Also der Erhalt der alten Strukturen und Abläufe wird einfach wahnsinnig teuer und lästig. Das erzeugt Druck. Wir können weitermachen mit dem Thema Talente. Ja, ChatGPT in allen Ehren, aber an vielen Stellen brauchen wir eben dann doch engagierte, kreative, gesunde MitarbeiterInnen, die dann zur Tat schreiten und die ganzen tollen PowerPoints dann auch in die Tat umsetzen. Und die kommen halt nicht mehr zum Geldverdienen allein, sondern die kommen halt nur noch, wenn es auch Sinn macht. Und das muss auch nicht immer bedeuten, dass man Brunnen in Afrika baut, sondern das kann auch einfach bedeuten, dass man ein gut durchdachtes, ein ausgeklügeltes, effizientes, cooles System baut, ja, mit dem man in der Finanzindustrie dann dafür sorgt, dass das Kapital auch dahin fließt, wo es hingehört. Aber dafür muss man halt was tun. Einfach nur ein Label unten draufkleben, so nach dem Motto, wir sind jetzt innovativ oder grün oder divers, das reicht nicht. In deiner Biografie gibst du an, du seist ein Futurist. Lässt sich das so zusammenfassen, dass ein Futurist jemand ist, der mit optimistischem Blick die Dinge in ihrem nächsten Entwicklungsschritt sieht? Streiche in dem Moment optimistisch, dann stimme ich der Aussage und Zusammenfassung so zu. Ich leiste mir persönlich den Optimismus als Haltung zu diesem Berufsbild. Die Ausübung, die systematische Ausübung des Futuristen ist erstmal wertneutral. Ja, also wir schauen uns an, was tut sich. Ja, wir berechnen, wie gesagt, Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Szenarien. Wir analysieren mit den eigentlichen ExpertInnen fürs Geschäft, das sind unsere AuftraggeberInnen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern, was Schlussfolgerungen sein könnten aus diesen Beobachtungen. Und fordern sie dann auf, entscheidungsmutig diese Szenarien dann auch anzupacken. Und je klarer wird, welche Risiken in den Legacy-Systemen, also in den überholten Systemen aus dem industriellen Zeitalter eben enthalten sind, desto leichter wird das. Und ich habe noch
selten so viel Begeisterung und auch ein Glänzen in den Augen tatsächlich bei Menschen gesehen, wie in dem Moment, wo einfach überzeugend klar wird, es geht. Ja, wir müssen auf kein Wunder warten, wir brauchen auch keinen Wumms oder irgendeine Bazooka, ja, von irgendjemandem Dritten, sondern wir haben es selber in der Hand. Wir können jetzt was tun und ich finde das immer total schön, wenn die Meetings dann sogar früher enden als gedacht und die Leute sagen so, komm, wir machen das jetzt. Und diese Haltung ist letztendlich der Grund dafür, dass du eine Stiftung ins Leben rufst oder gerade gerufen hast? Genau, das ist die Mensch-Zukunft-Gemeinnützige Stiftung GmbH. Also auch da ein klares Bekenntnis eben auch zum gesunden Wirtschaften. Wir wollen mit Mensch Zukunft eine Schule, einen Campus aufbauen, der Menschen darin unterstützt, lebenslang, generationenübergreifend, in den Themen absolut divers, noch besser und wieder zu verstehen, was es bedeutet, sich immer wieder selbst neu zu erfinden. Die Zeit, in der wir mal vor 20 Jahren, 30 Jahren einen Abschluss an einer Uni oder in einer Akademie gemacht haben und seitdem dann im Grunde das immer Gleiche ausgeübt und angewandt haben, sind vorbei. Und ich finde, das ist ein großes Glück für die Menschen, denn Leben bedeutet aus meiner Sicht eben auch immer wieder neues Lernen, neues Ausprobieren, sich überraschen lassen dürfen, bestenfalls eben wohl aufgehoben, ja, in einem sicheren und freien System, in dem wir dann eben auch Unterstützung finden, diesen Weg zu gehen. Und ja, wenn du so willst, ist unser Bemühen mit Mensch Zukunft die alte Idee der guten alten Volkshochschule nochmal neu zu beleben und Menschen fit zu machen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und mit einem Zustand explodierender Innovation und gleichzeitig eben auch all den Friktionen, die sich zeigen, ob jetzt mit dem Krieg in der Ukraine oder den vielen anderen Kriegen auf der Welt, die sich letztendlich drehen darum, dass wir noch nicht hinreichend gut genug verstanden und umgesetzt haben, was es bedeutet, auf einem Planeten zu leben, der eben endliche Ressourcen hat und globale Zusammenhänge braucht, ja, ob es das Wetter ist, ob es die Ströme von Materialien sind, ob es die Viren und Bakterien sind, die auch nicht an der Landesgrenze Halt machen. In dem Moment, wo wir uns das vergegenwärtigen, dass wir eigentlich in einem Internet der Wesen leben, ja, wo der Baum, das Wasser und der Mensch und auch der Computer, den er geschaffen hat, letztendlich eigentlich alle zusammenwirken, kann das hier noch richtig spannend werden. Ich finde es hochinteressant, mit dir zu sprechen. Ich könnte auch noch locker 2-3 Stündchen weitermachen. Aber vielleicht heben wir uns das für ein anderes Mal auf. Bis hierhin erstmal ganz vielen Dank. Es war ausgesprochen informativ und amüsant. Wir sehen uns in Essen.